Guten Morgen, Flieger, zur nächsten Lektion der Flugschule für Bruchpiloten. Einige meiner Schüler haben mich gefragt, ob ich nicht noch ein wenig auf die Ruder eingehen kann. Und deswegen ist es dieses ein spezielles Kapitel für die Ruder. Wir sind wieder in einer C-51, einer deutschen Anfängermaschine, Doppeldecker. Und wir gucken uns einfach mal noch mal kurz die Ruder an und welche Ruder was eigentlich machen und das irgendwie ganz haargenau. Also ich habe erstmal die Außenansicht, wie wir sehen. Das wichtigste Ruder für mich ist das Höhenruder. Das ist das, das wir mit dem Drücken und Ziehen des Joysticks steuern. Damit steuern wir die sogenannte Nickachse. Das heißt irgendwie, ob die Nase sich aufwärts oder abwärts bewegt. Das machen wir gleich nochmal im Flug. Ich demonstriere das. Das nächste Ruder ist das Querruder. Das ist links und rechts an den Flügeln und sorgt dafür, dass es die Drehung oder im Englischen Roll, also die Nickachse ist Pitch. Pitch nennt sich das im Englischen, Pitch. Und die Querachse, also die Rollachse, ist Roll im Englischen. Und das wird praktisch über die Querruder gemacht. Diese Querruder sorgen also dafür, dass der eine Flügel, zum Beispiel wenn ich hier nach rechts rüber gehe, wird der Flügel rechts nach unten gedrückt und der linke nach oben. Wie ihr seht, dann links, wenn ich in die andere Richtung mache, umgekehrt. Entsprechend kommt eine Rollbewegung zustande. Die Höhenruder, wenn ich den nach hinten ziehe, wird der Schwanz nach unten gedrückt und das Flugzeug, die Nase hebt sich. Wenn ich ihn drücke, wird der Schwanz nach oben geholt und die Nase, ergo, geht nach unten. So, mit der Querruder kann man die Gierachse oder Jaw im Englischen, wenn ihr Yaw, also YRW liest, dann ist das Jaw. Und damit könnt ihr genau dasselbe machen wie mit dem Höhenruder, bloß in die Hochachse. Das heißt, ihr könnt euch um die Hochachse drehen. Ihr könnt die Nase nach links und rechts packen. Das ist allerdings limitiert, aber damit kann man sehr viel Dinge tun. Das heißt, wenn ich das Ruder nach links setze, dann wird die Klappe dreht sich nach links, wie ihr seht, von jetzt so gesehen. Und das bedeutet, dass der Schwanz nach rechts rüber geht. Das heißt, die Nase geht nach links. Das dreht sich dann praktisch um den Schwerpunkt des Flugzeugs. Ich mache das nochmal im Flug nach. Und dann gucken wir uns das nochmal an, wie das irgendwie aus dem Cockpit aussieht. So. Wir sind im Cockpit. Gucken uns das jetzt nochmal an aus der Sicht des Piloten. Wir haben das Höhenruder, ziehen, drücken. Wir haben das Querruder, nach rechts drehen, nach links drehen, nach links drehen, nach rechts drehen. Und wir haben das Seitenruder, nach links drehen, nach rechts drehen. Nochmal von der anderen Seite. Nach links drehen, nach rechts drehen. So. Und das machen wir jetzt nochmal in der Flugbewegung. Starten dafür die Maschine einmal kurz. Ihr solltet das ja auch selbst einfach mal ausprobieren, wie das ist. Starten und langsam landen habe ich schon mal erklärt. Ich erkläre das nicht weiter, sondern ich starte jetzt einfach mal. Und dann machen wir das nochmal in der Luft. So. Das erste, das Höhenruder. Ziehen. Drücken. Nochmal von vorne. Geradeaus fliegen. Ziehen. Drücken. Wie ihr seht, wenn ich irgendwie drücke, bei vielen Motoren geht dann der Motor aus. Bei vielen Flugzeugen geht der Motor aus, weil der Treibstoff nicht mehr in den Motor kommt. Da müsst ihr ein bisschen drauf aufpassen. Deswegen wird meistens, wenn man irgendwo hin will, gedreht und dann gezogen. Das heißt, es wird nicht durch Drehen und Drücken gemacht. Es ginge auch, aber da geht der Motor ist aus. Seht ihr? So, deswegen machen wir das nicht. Außerdem ist es ja relativ gefährlich. Man kann dann abstürzen oder sowas. Im Arcade-Modus ist das ein bisschen anders. Aber wir sind hier im Simulationsmodus natürlich. War Thunder.
So, das nächste, was wir probieren wollen, das war das Höhenruder. Jetzt wollen wir das Querruder. Wir fliegen geradeaus. Querruder. Rechts. Links. Hier nochmal. Rechts. Links. Und nach vorne. Rechts. Links. So. Jetzt kommen wir zum. Das ist die Rollachse, wie gesagt. Ne? Rechts, links. Das war die Nickachse. Hoch, runter. Und dann haben wir die Gierachse. Da kommen wir jetzt zu. Rechts, links. Und nach vorne sieht das dann so aus. Rechts, links. Wie ihr seht, ist das eine kleine Taumelbewegung, die stattfindet. Warum? Wenn wir das Flugzeug rüberziehen nach rechts, dann wird natürlich die rechte Tragfläche dreht sich, also bewegt sich schneller als die linke, linke langsamer plötzlich. Das heißt, wir kriegen wenn wir jetzt nach rechts rübergehen, kriegen wir links Auftrieb und rechts weniger Auftrieb. Deswegen kippt die Maschine gleichzeitig ab. Seht ihr? Die kippt ab. So wurden früher auch Kurven geflogen, indem man hatte kein Querruder. Man hat praktisch nur Seitenruder gegeben, was ich jetzt mache. Dann kippt sie ab zur Seite und jetzt kann ich mit Höhenruder die Kurve einleiten, zum Beispiel. Das geht. So, aber wenn ihr zum Beispiel nur Querruder gebt und mit dem nur Seitenruder gebt und jetzt mit dem Querruder das verhindert, dass die Maschine abkippt, was sie will, und mit dem Höhenruder eben praktisch ein bisschen ab dafür sorgen, dass die Nase nicht geht, dann fliegen wir in diese Richtung. Dann haben wir sie jetzt quer zur, dann haben wir die Maschine quergestellt. Ich lasse nochmal los, dann fällt er in die Mitte, dann gehe ich zur anderen Seite, nach rechts, und mache denselben Spaß nochmal. Das heißt, ich sorge dafür, dass die Maschine mit dem Querruder, ihr seht das an der Joystick-Ausstellung, ich habe jetzt Seitenruder vollgegeben. Und gleich mit dem Querruder eigentlich jetzt nur aus, dass er waagerecht bleibt und eben praktisch diese Flügel, der linke Flügel sich nicht hebt. So, und damit fliegen wir also nicht mehr ganz geradeaus, sondern wir fliegen quer. Und haben einen riesen Luftwiderstand, was wir oben sehen an der Geschwindigkeit. Wir sind auf 170, 180 runter. Wenn ich das wegmache, wenn ich neutral fliege, geht die Geschwindigkeit sofort hoch. Seht ihr? Das heißt, wenn ihr dringend Geschwindigkeit verlieren müsst, bei der Landung zum Beispiel, könnt ihr sowas machen. Ihr könnt irgendwie vor der Landebahn, wenn ihr am Gleiten seid, einfach die Maschine querstellen. Und das ist es. So, und man sagt ja auch nicht, man sagt aber nicht irgendwie bei der Höhenruder zum Beispiel hoch, runter, sondern man nennt es Nicken. Weil es eben manchmal nicht um hoch und runter geht, sondern wenn wir quer stehen, geht das irgendwie um Kurve oder Nicht-Kurve. Ja, oder das heißt, das wird relativ zum Flugzeug, nicht relativ zur Erde beschrieben. Das ist ein bisschen anders im Arcade-Modus. Im Arcade-Modus haben wir eine verzerrte Physik, also wenn man da links und rechts macht, ich zeige das gleich nochmal, das sieht dann völlig anders aus. Aber das mache ich einen eigenen, da mache ich einen eigenen, eigene Sendung für, also eine eigene Folge für. Ich denke, dass ich irgendwie damit schon mal erklärt habe, was das Rollen, was das Rollen macht, das war nicht sehr schön. Also das schöne Rollen, das ist irgendwie, wenn man sauber rollen will, dann ist das gar nicht so einfach, weil man mit dem Höhenruder ausgleichen muss, dass die Nase eben nicht hoch oder runter fällt. Also zum Beispiel, wie sie fallen. Ich muss jetzt Höhenruder geben, ich muss jetzt drücken, damit er praktisch irgendwie nicht, damit er nicht fällt. Und sobald ich rumgedreht habe, muss ich ihn wieder ziehen. Also eigentlich ist es sogar so, dass man Seitenruder auch noch mitgeben muss. Das heißt, geben rum, Seitenruder in die andere Richtung, Seitenruder, kontrollieren jetzt eben Seitenruder, dass er nicht fällt und so weiter. Immer noch nicht sauber. Das müsst ihr echt üben. Das heißt, ich muss es auch üben. Jeder muss das üben. Das ist gar nicht so einfach, weil das mit jedem Flugzeug sich auch ändert. Das heißt, ihr nehmt eure Maschine, haltet sie auf dem Horizont und versucht einfach die
die Maschine sauber zu drehen zu lassen. Mit den Wirkungen der drei Ruder, wie ihr sie jetzt verstanden habt. Und dann sollte das auch einigermaßen gehen. Das heißt, irgendwie zum Beispiel das Seitenruder, das ich jetzt nach links setze, damit kann ich dafür sorgen, dass ich praktisch die Nase oben behalte, wenn ich im Messerflug mache. Diese Maschine hat sehr wenig Motorleistung, das heißt, es ist ein bisschen schwierig damit, also dass sie nicht fällt, weil sie hat ja keinen Auftrieb mehr. Aber ich kann dafür sorgen, dass sie durch den Motor ein bisschen nach oben gezogen wird. Das ist allerdings bei dem schwachen Motor nicht sehr wirksam. Aber wie ihr seht, ich halte die Nase oben. Seht ihr? Und sie fällt nur sehr langsam, weil ich sie, wenn ich das mache, ich mache es nochmal wenn ich nach hinten gucke, ich stelle sie zur Seite, Nase nach oben und ich habe hier hinten das Seitenruder voll gedreht. Okay. Wir wollen nochmal was gucken, wie diese Ruder sich zum Beispiel beim Zielen, wie sich das beim Zielen ausmacht, indem wir uns einfach nochmal so ein Ground Target suchen, so ein Bodenziel. Weil wir praktisch diese Ruder, die wir haben, können wir im geringen Maße, wenn wir nur ganz wenig davon geben, können wir das Zielen, also zum Beispiel mit dem Seitenruder, das horizontale Zielen der Maschine beeinflussen, wie ihr seht. Und mit dem Seitenruder und mit dem Höhenruder das vertikale Zielen. Und wenn ihr das zusammen macht, dann könnt ihr praktisch im geringen Maße, wie im Arcade-Modus, den Zielpunkt der Maschine festlegen. Wenn ihr aber das allerdings übertreibt, irgendwo ist hier jetzt das Bodenziel, wollen wir mal kurz gucken. Ich finde es immer nicht bei den Deutschen, ich weiß auch nicht. Bei den Russen ist es schön einfach zu finden und bei den Deutschen muss man jedes Mal suchen. Aber es ist hier irgendwo, ich glaube, es ist auf der rechten Seite. Wo ist das denn? Da ist es. So. Das heißt, wenn wir zum Beispiel einen Anflug machen auf ein Bodenziel, ich nehme jetzt mal die Motorleistung weg, damit wir ein bisschen mehr Zeit haben. Dann können wir durch die Seitenruder die seitliche Bewegung, die Höhenruder die Höhe festlegen. Und bumm. Und ich denke, das sollte für die Erklärung der Ruder erstmal reichen. Das nächste sind dann Manöver, die man mit diesen drei Lenkachsen machen kann. Und ich hoffe, dass ihr davon was mit nach Hause nehmen konntet, Flieger. Alles klar, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wir machen jetzt noch einen kurzen Landeanflug, einfach nur, damit wir das vernünftig abschließen. Und wir wollen ja alle überleben. Und das Landen müsst ihr üben, üben, üben. Und da können wir auch nochmal alle Ruder und die Ruderwirkung nochmal zeigen, wie sie denn angewendet werden im Anflug, ein bisschen querstellen, um die Geschwindigkeit wegzunehmen aus der Maschine. Und wie man praktisch wirklich mit allen drei Rudern kombiniert arbeitet, um etwas zu erreichen mit dem Flugzeug. Ne? Also es ist immer eine Kombination aus allen drei Rudern, die der Pilot anstrebt. Das heißt, es wird selten nur ein Ruder benutzt, sondern das ist auch irgendwie selbst in der Kurve oder sowas. Mit dem Seitenruder sorge ich dafür, dass die Nase nicht fällt zum Beispiel. Ne? Das sind solche Sachen, die ihr lernen müsst. Also wirklich, dass ihr diese drei Ruder auch begreift, wie sie funktionieren, was passiert, wenn man was macht und so weiter. So, und wir wollen einfach die Chance, dass wir Bruchpiloten sind, wollen wir bleiben. Guck mal, hier ist sogar so eine kleine Kurve im Wald, in den Wald geschnitten, so eine Anflugkurve als Landekurve. Ist das nicht intelligent? Fällt mir jetzt erst auf. So. Wir nehmen schön Leistung weg, machen einen schönen Anflug.
tanzt ein bisschen, die Maschine. Ich weiß nicht. So. Und da setzen wir sie auf. Ziehen, damit wir kein Fliegerdenkmal machen. Und das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.